des Verkaufs. Jetzt bitte schön, dass ihr eingeschaltet habt. Albers, wie geht's dir? Gut, danke. Selbst? Auch gut. Ich habe mir das Auto gekauft. Das ist dieser wunderschöne Corsa E mit 1,2 Liter. 1,4? Weiß ich gar nicht. Nee, 1,3 sogar. Wunderschöne 1,3 Liter. Ich besitze das Auto schon seit einem halben Jahr schon. Und ich habe die Motorhaube noch nie aufgemacht. Aber jetzt wird es Zeit, weil wir die Leuchten ändern müssen. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Ich habe hier Halogenlampen. Und weißt du, was ich hasse bei Autos? Was denn? Wenn ich nichts sehe. Ich bin damit eine längere Strecke gefahren. Ich war froh, wenn einer irgendwie vorbeigefahren ist, der einfach LED oder Szenenscheinwerfer hat. Ehrlich. Weißt du, ich bin auch schon einmal damit gefahren. Ja. Und ich muss sagen, ich habe sogar geprüft, ob ich die Lichter anhabe oder nicht. Ich gehe da unter nicht. Das ist Wahnsinn. Halogenlampen, nach der Zeit nimmt die Leuchtkraft ab. Dunkler, immer schwächer und die sieht gar nichts mehr. Dann müsst ihr die natürlich erneuern. Aber will man das überhaupt? Ich fahre immer Autos, die Minimum Xenon haben oder LEDs haben. Und wenn ich beides nicht habe, dann rüste ich das um. Und zum Glück können wir das jetzt noch machen. Ich bin ja schon ein bisschen älter, gehe auf die 21 zu. Ah. Und damals gab es auch schon die ersten LED-Technik, wo ich das gehört habe. Ich habe das gekauft und das werde ich euch auch zeigen, die überhaupt nichts gebracht haben. Und deswegen wollte ich einen Test machen. Ihr kennt das ja bestimmt, ne? Wir haben einmal den Osram. 200... Achso, ich dachte, der blaue ist Osram. Okay, sorry. Wir haben einmal den Philips mit 230% mehr Licht. Und dann haben wir Philips. Nein, das ist Osram. Kommst du jetzt mal klar? Ja, das ist Philips. Das ist Osram. Nightbreaker. Yeah. Bricht die Nacht durch. Der hat 220%. 4 Jahre Garantie. Wie lange hat der Garantie? Keine Ahnung. Wie ihr seht, mit Straßenzulassung. Aber das heißt jetzt nicht, dass es bei allem zugelassen ist. Kommt nicht mit einem Kadett A jetzt um die Ecke und baut die da ein. Dann habt ihr ein Problem. Und ganz, ganz wichtig, es ist von mir selber gekauft worden. Ich mache keine Werbung dafür. Ich werde nicht dafür bezahlt. Ganz ehrlich, ist meine Meinung. Deswegen, hier habt ihr immer Nummern an den Scheibenwerfern. Auf diese Nummern müsst ihr achten und dann auf die jeweilige Seite gehen und dann gucken, ob das für euch freigeschaltet ist. Ganz wichtig, ihr dürft das nicht, weil das jetzt eine Straßenzulassung hat, einfach reinklatschen. Dürft ihr natürlich nicht. Aber wenn ihr es könnt, macht es. Das sage ich euch jetzt schon. Beides ist 1000-mal besser als diese Halogenlampen. Das ist safe. Also diese Halogen bekommt man ab Werk, oder? Ich glaube, die gibt es als LED schon. Aber die sind jetzt, die da drin sind, wahrscheinlich original gewesen. Ja, ja klar, weil je nachdem, was für eine Ausstattung du hast. Lichttechnik ist so weiterentwickelt, das ist unglaublich. Ich habe so ein Steuergerät, das könnt ihr als Motorsteuergerät schon nehmen. So umfangreich ist das. Ne, also Beispiel, ihr fährt Kurve, Kurven kommen geschmeidig mit, Kurvenlicht, wie ihr es kennt. Ne? Aber das intelligente Kurvenlicht, was es mittlerweile schon gibt, dann macht er einfach automatisch die Lichter höher oder nach links und nach rechts, dass ihr alles sehen könnt, kommt Gegenverkehr, boom, wird die Seite verdunkelt, die Seite bleibt hell. Oder wenn ihr Fernlicht anmacht, genau das gleiche und das ist faszinierend. Die beiden wollen wir heute testen. Welcher besser ist, weil ich baue auch beide ein. Manchmal bestelle ich hier Philips und manchmal bestelle ich einfach Nightbreaker. Aber egal, bei wem ich die bestellt habe und eingebaut habe, die Kunden lieben es. Das ist so. Was kosten die? Osram Ultinon. Nightbreaker kostet 92 Euro bezahlt. Für den Philips habe ich 98 Euro bezahlt. Also Philips ist teurer? Philips ist teurer. Beide kosten ungefähr ähnlich. Normalerweise haben wir ja solche Halogenlampen verbaut. Das ist jetzt, wenn du jetzt da rüber guckst, die Leuchte ist jetzt neu. Und es erneuert, habt ihr schon eine Strahlkraft. So ist es nicht. Ne? Also das Ding hat ja auch, ich sag mal, jahrelang sich bewährt. Aber jetzt mittlerweile bei den neueren Autos, es stirbt aus. Ich bin ja mit der Zeit gegangen. Weil sonst geht man mit der Zeit. Du hast das waren die ersten LEDs für H7-Bien, Eidosch. Mhm. Die habe ich sofort gekauft damals. Das war irgendwann 2007, 2008. Das waren die ersten und das wollte ich unbedingt ausprobieren. Ihr habt ja ungefähr gesehen, wie es gerade geleuchtet hat, ne? Ja. Jetzt achtet mal, wir bauen jetzt das hier ein. Ich muss schon lachen. Achte mal von hier. Sieht gar nichts. Das waren die ersten. Wie ihr seht, habe ich die nie verbaut.
Warum wohl? Ja, ihr habt es ja gesehen, es war ein bisschen bläulich. Das war's auch. Normale Halogenstadtlichter sind heller. Also, erste Mal, wo Xenon Kit kam, ne, das war 2000, will ich nicht vergessen, in so einer Packung hat damals 300 Mark gekostet. Ich habe mir das direkt gekauft. Wann war das denn? In meinem BMW eingebaut und ich sag euch, ich bin damit 12 Jahre gefahren, ohne irgendwas zu tauschen. Es war nicht so ganz legal, aber ich wusste es nicht. Ich dachte, war legal. Also kannst du das in eine Tonne kloppen. Halogenlampen haben wir auch gesehen, kannst du auch in eine Tonne kloppen. So, jetzt bauen wir mal beide aus. Ich zeige euch mal, wie das so aussieht. Erst fangen wir mit Philips an. Das ist eure ABE. So sieht das Ganze aus. Hier ist so ein kleiner Lüfter. Klar, das Ding wird auch ein bisschen heiß. So sieht das Ganze aus. Guckt euch mal das an. Das ist schon geil. Also wie das aussieht, ne, finde ich schön. So, guck mal. So, das sind die LED-Technik von Philips. Steht auch drauf, Philips LED-Technik. So, schön. Aber das haben wir alles im Rostrahmen drin. Besser, hier guck mal, wie schön das hier schon aussieht. Ne? Nightbreaker. Das wurde natürlich bei Osram viel besser gelöst. Guck mal, was ihr habt. Ihr kriegt Aufkleber, was ihr auf eure Scheinwerfer draufkleben könnt. Oh. Ich finde das geil. Das ist schön. Die sind aus Metall. Guck mal, bei Philips sind die Plastik. Ist jetzt nicht das hier, ne? Ja. Wenn du das hier einbaust, dann hast du ja mal Klammern. Dann machst du erstmal das hier rein. Machst die Klammer drüber und dann die Leuchte, zack. Und dann sitzt das Ganze fest. Genau, okay. Sitzt das Ganze fest. Ist bei Osram super gelöst. Ihr habt da unterschiedliche Löcher, das heißt, ihr könnt das gar nicht falsch reinstecken. Und bei Philips haben die das nicht so gemacht. Bei Philips ist beides gleich. Und bei Osram nicht. Erst fahren wir mit dem Halogenlampen. Vorher-Nachher-Effekt sollte man sehen. Und dann bauen wir. Dann Philips, dann Osram. Machen wir so. Okay. Wow, ich muss sagen, der linke ist heller. Ja, man kann das so erkennen, aber das bringt eigentlich nichts. Also ich selber persönlich finde Osram besser. Und wie gesagt, es ist keine bezahlte Werbung oder so. Ich habe keinen Bock, mit Halogenlampen rumzufahren. Und Philips ist auch gut, ne? Es ist jetzt nicht schlecht, aber ja, wenn ich zwischen diesen beiden eine Wahl hätte, würde ich auf jeden Fall Osram nehmen. Geil, Aidosch, jetzt freue ich mich damit zu fahren. Ja, das war echt ein geiler Vergleich, ne? Ja, total. Also ich finde es sehr interessant. Ich auch. So, danke schön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr liked. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Katz. Bis dann. Rein, ciao. Aidosch. Noni. Bitte.